Großeinsatz für die freiwilligen Feuerwehren rund um Gralmüritz. Im Ostseehallbad ging Donnerstagnachmittag das ehemalige Schullandheim lichterloh in Flammen auf und wurde vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und hat zwei Jugendliche im Visier. 50 Kameraden waren mehrere Stunden im Einsatz. Gegen 16 Uhr schrillten in Gralmüritz die Sirenen. Als die ersten Kameraden am Brandort eintrafen, kamen ihnen bereits die Flammen entgegen. Zunächst gab es große Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung. Das Problem: es gab rund um den Brandort kaum oder keine Hydranten. Nicht nur das zunächst fehlende Löschwasser, auch der starke und ständig drehende Wind machte den Einsatzkräften zu schaffen. Nachdem weitere Kräfte nachgefordert wurden, umstellten die Feuerwehrleute das brennende Gebäude. Von zwei Seiten bekämpften sie über eine Drehleiter die Flammen. Zu retten gab es am Ende nichts mehr. Nach mehreren Stunden blieben nur noch die Grundmauern des einstig immensen Gebäudes übrig. Die Polizei ermittelt.